Und Amar Kadric wird der Erste sein, der antritt gegen Jean-Marie Platt. Kurz vor der Partie für Dominik Bock hineingerutscht in die Startelf. Die üblichen kurzen Ermahnungen. Gegen Jean-Marie Platt. Erster Elfmeter. Kadric verlädt den Keeper. Ball ist drin. 2-1. Meuselwitz. Und der Kapitän kommt ran. Arthur Mergel. Um jetzt für Erfurt wieder auszugleichen. Ausgleichen. Das haben sie ja schon geschafft in der zweiten Hälfte. Mergel gegen Lukas Sedlak. Elfmeter haben sie nicht extra trainiert, machen die Jungs von sich aus. Immer mal wieder nach dem Training hat Fabian Gerber in der Pressekonferenz nochmal mitgegeben. Auch der passt. Ausgleich. 2-2. Luca Bürger. Der Weg ist weit. Da ist keiner, außer der, der gerade geschossen hat, kommt zurück. In dem Fall Arthur Mergel mit breiter Brust, weil er seine Aufgabe erledigt hat. Der zweite von 5 Elfmetern in diesem Viertelfinale des Thüringen-Pokals. Von 5 auf jeder Seite, wenn nicht vorher schon die Entscheidung fällt. Bürger gegen Platt. Gleiche Variante drin. 3-2. Der ZFC jetzt vorn. Lukas Zeller kommt. In der Liga, im Pokal, noch ohne Tore. Als Innenverteidiger. Kein Wunder, jetzt übernimmt er hier an zweiter Position die Verantwortung. Zeller gegen Sedlak. Auch der passt. Drei zu drei. Jetzt ist es Florian Hansch. Der ist zwischendurch schon mal liegen geblieben, weil es nicht mehr ging, weil es wehtat. Jetzt steht er auf und läuft diese gut 35, 40 Meter hin zum Elfmeterpunkt. Einmal noch gut anlaufen, konzentrieren. Florian Hansch gegen Jean-Marie Platt. Und er ist gehalten! Platt ist drüben und schnappt sich die Kugel. Die Chance für den überragenden Innenverteidiger des FC Rot-Weiß Erfurt. Für Quabe Schulz. Jetzt hier Erfurt in Führung zu bringen. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Schulz, linker Fuß. Auch der verschießt! Das gibt's doch nicht! Auch nicht gut geschossen. Halb hoch, nicht zentral, auch nicht wirklich in die Ecke. Bleibt beim 3:3. Can Zakar. Eingewechselt in der Verlängerung. Sorgt er jetzt hier fürs nächste Tor. Das vierte Paar, jetzt im Elfmeterschießen dran. Gleichstand nach wie vor, 3:3. Can Zakar läuft sehr zentral an, rechter Fuß und versenkt ihn unhaltbar, links unten flach. Meuselwitz vorn mit 4:3.
Und Michael Seaton macht sich jetzt auf den Weg. Der Jamaikaner, 27 Jahre alt, hat in der Major League Soccer gespielt in den USA. Bei DC United waren Schweden, in Israel, bei Viktoria Köln. Jetzt ist es Rot-Weiß Erfurt, seit dem Sommer. ...1-1. Das war sein Verdienst nach toller Vorarbeit von Arthur Mergel. Kann er jetzt wieder den Ausgleich herstellen? Zum 4:4. Seaton gegen Lukas Sedlak. Und der ist dran! Sedlak ist dran! Auch der war nicht optimal geschossen. 4:3. Liegt Meuselwitz vorn. Und Michel Ulrich kann es jetzt klar machen. Michel Ulrich, der viermal schon im Pokal getroffen hat, versenkt er den, steht Meuselwitz im Halbfinale. Und das macht er! Plath ist dran! Aber der Ball ist drin! Michel Ulrich versenkt den Ball zum entscheidenden 5:3. Und zwei, die es während des Spiels so gut gemacht haben, nämlich Quabe Schulz und Michael Seaton, sind die, die am Ende hier scheitern. Auch Hansch konnte seine nicht unterbringen, aber das ist dem natürlich jetzt herrlich egal. Der ZFC Meuselwitz steht im Halbfinale des Thüringen-Pokals, schlägt den FC Rot-Weiß Erfurt nach Elfmeterschießen mit 5:3. Eine packende Partie, eine rote Karte für Till Schwarz in der ersten Halbzeit. Die Führung durch Trübenbach, der Ausgleich durch Seaton, keine Tore in der Verlängerung. Und dann Meuselwitz mit dem besseren Ende, dem glücklicheren Ende für sich, trotzdem aber auch Respekt für die starke Leistung der Erfurter. Lange, lange in Unterzahl. Jubel auf der Glaserkuppe bei den Meuselwitzern. Und tief hängende Köpfe natürlich beim FC Rot-Weiß Erfurt. Die meisten Spieler erstmal in der Kabine verschwunden. Das war's hier aus Meuselwitz. Die Stimmen zum Spiel dann später online in der Spio-App oder bei sportundosten.de. Danke fürs Zuschauen. Spannender Fußballnachmittag, spannendes Pokal-Viertelfinale mit dem besseren Ende für Meuselwitz. Der ZFC besiegt im Duell der Regionalligisten den FC Rot-Weiß Erfurt mit 5:3 nach Elfmeterschießen.